Can I do it better? Da ich ein Perfektionist bin, versuche ich, Dinge von YouTubern zu klauen und besser zu machen, schneller zu machen, was weiß ich. Und heute geht es los mit Vic aka iBlali, der vor 2 Jahren einen Speedrun gemacht hat in Mario Odyssey. Werde ich es schaffen, unter seine Zeit von 1 Stunde und 21 Minuten zu kommen? Ich gebe mir dafür 1 Woche Zeit und wir sehen mal, wie es läuft. Viel Spaß! Hallo Leute! Ich probiere jetzt einen Mario Odyssey Speedrun. Es ist spät, ich sollte jetzt anfangen, also 2, 1, go. Falls sich irgendwer fragen sollte, warum ich das Spiel auf Japanisch habe, es liegt daran, dass der Text viel schneller vorbeigeht. Schauen wir, wie das wird. Das ist übrigens der finale Try. Ich werde kein zweites Mal spielen jetzt. Zeitlich geht sich nicht anders aus. Das war ganz gut. Wir liegen so gut in der Zeit. So, Mond eingesammelt und weiter geht's. Jetzt geht's ab in die Wüste. Da sind wir. Jawohl! Bam, 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 bam. Warten, bis die Rakete kommt. Zack. Capture. Und los geht's. Dann holen wir uns die Kiste hier. Zack. Und die ganzen Coins. Ab zu Odyssey. Jetzt kommen wir zum nächsten Land. Das Seeland. Hier sind wir. Schaut sehr gut aus. Wir liegen sehr gut in der Zeit. Zack. Zack. Fertig. Schauen wir mal, ob wir den Hasen kriegen. Okay, so lange brauche ich eigentlich nicht. Zack. Und die Münzen vorhin haben wir eingesammelt für den Typen hier. Übrigens, falls ihr sagt, hey, das ist doch fake. Du schreibst halt irgendeine Zeit hin und spielst das Spiel. Ich könnte den Speedrun ganz hochladen. Aber wenn ihr das wollt, schreibt es in die Kommentare, dann kann ich. Werde ich mir überlegen, was ich dann mache. Ich bin gespannt, ob ich es schaffe oder nicht. Also der Weg war ganz, ganz schön gut. Das Video ist auch 2 Jahre alt schon. Aber er war sehr gut. Das heißt, weiß ich nicht, ob ich das überbieten kann. Mal schauen. Perfekt. Ging ganz schnell. Wir werden angegriffen. Von wem? Na, von ihm. Bowser. Höchstpersönlich. Ich muss den Hut vor ihm bekommen. Also direkt vor ihm. Weil wenn ich ihn irgendwo anders einsammle, dann springt er weg. Bam. Ich weiß, es sieht nicht aus wie ein Speedrun, aber ich hasse diese Palme. Ich habe bei einem Run, glaube ich, sogar schon mal 10 Minuten da verbracht. Jawohl! Perfekt! Nee, okay, passt. Vielleicht jetzt. Nö. Okay, das hätte jetzt eigentlich passen sollen. Verdammt! Oh! Was ist denn heute? Jetzt aber, meine Güte. Oh. Okay, ich kann ihn nochmal machen. Ich kann den Sprung einfach nochmal machen. Ein paar Sekunden. Das ist der Run. So hätte es eigentlich auch schon sollen. So, jetzt kommen wir zu dem Kampf, den ich aber schaffen sollte. Oh mein Gott, wie geil. So geil. Oh mein Gott, das ist perfekt. Bin ich so schlecht in der Zeit? Ja, so, ich bin urlang bei dem Dings gewesen, bei diesem Sprung. Scheiße. Ich müsste eigentlich in 1 Minute hier draußen sein. Das wird sich, das kann ich euch sagen, nicht ausgehen. Zack, zack, zack. Nur noch 3 Monde. Da, 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 da. Also, vor 3 Minuten wollte ich genau da sein, wo wir jetzt sind. 5-mal nicht schaffen. Also ich sollte eigentlich in 1 Minute wieder aus der nächsten Welt raus sein. Und ich fange gerade erst mit der Welt an. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Oh, da ist ja der letzte Mond. Und weg hier. Jetzt kommen wir gleich zu einem Sprung, der ein bisschen tricky ist. Jawohl!
Perfekt. Wo ich jetzt gerade bin, hätte ich, genau da hätte ich vor 7 Minuten sein müssen. Oh, scheiße, jetzt bin ich da dran. Geklatscht. So. Da wird nicht mehr viel zu machen sein. Gut, wir haben ihn. 9 Minuten sind wir über der Zeit. Vielleicht mache ich irgendwann anders nochmal einen Run. Wo ich es dann schaffe. Ich habe nur eine Woche dafür Zeit gehabt. Meine bis jetzige Bestzeit liegt bei einer Stunde und 24 Minuten. Also ich habe mir nur eine Woche zum Üben gegeben. Ab hier ist meine Kamera ausgefallen. Ja, Balu! Das ist ja spitze. Direkt nachdem meine Kamera ausgefallen ist, habe ich 2 Bosskämpfe gemacht, die, naja, so okay waren. Dann bin ich zum Roboter gegangen. Davor habe ich noch einen Wahnsinns-Parkour-Kurs hingelegt und der Kampf mit dem Roboter war auch so, naja. Dann bin ich zum Mond gekommen. Der Mondskip war auch so, naja. Hier sieht man die Anzahl, wie oft ich es probiert habe. Dann habe ich Bowser bekämpft und zum Schluss hatte ich diese Zeit erreicht. Also ich habe es nicht geschafft, ich werde es auf jeden Fall nochmal probieren. Wie gesagt, meine Bestzeit bis heute ist 1 Stunde und 24 Minuten. Also denke ich, dass ich das schon schaffen kann. Schönen Tag noch und bis am Donnerstag.